Es liegt ein sonniges, aber auch bewegtes Wochenende hinter uns, liebe Freunde. Und bewegt insbesondere deshalb, weil es in vielen, vielen Städten kleinere und größere Aktionen in Hinblick auf ein Ende der Grundgesetzbeschränkungen, der Einschränkung der Freiheitsrechte gegeben hat. Diese von Querdenken größtenteils organisierten Demos und Aktionen wurden natürlich in der Presse mit der üblichen Häme übergossen, also von einer objektiven Berichterstattung, kann ja nun leider in Deutschland schon länger keine Rede mehr sein. Wir wollten eigentlich jetzt hier am Sonntagabend eine Zusammenfassung der Highlights in diesen einzelnen Städten machen, sind aber davon abgekommen, weil wir über ein sehr schönes Interview gestolpert sind und das hat in Osnabrück stattgefunden. Osnabrück, ja eigentlich eine Kleinstadt, hoffentlich verzeihen mir das die lieben Osnabrücker. Aber dort fand eine ganz witzige Aktion statt. Und zwar haben die Leute ihre Schuhe vor dem Rathaus offenbar hingelegt und da auch Zettel und Protestplakate mit ja sozusagen befestigt. Sollte so eine bestimmte Aktion sein, von wegen, wir lassen uns hier nicht weiter mit den Freiheitsrechten, vor den Freiheitsrechten beschränken. Wir wollen unsere Freiheitsrechte wiederhaben. Und mit dabei war eine 81-jährige Frau. Und dieses Interview möchte ich Ihnen und euch jetzt zeigen. Also die hat es wirklich in sich. Es zeigt eben, dass nicht alle Leute komplett angepasst und auch gerade die Älteren unter uns nicht verängstigt im Kämmerchen verweilen, sondern auch offensiv eine Meinung haben können. Hört euch nun das Interview an, das von unseren Kollegen Osnabrücker Sommer der Aufklärung gemacht wurde. Der Link zum Kanal ist unter diesem Video. Die brauchen noch ein paar Abos. Schaut es euch an. Wirklich ein sehr schönes und auch ein symbolisches Stück. Und jetzt schauen wir uns mal an, was diese ältere Dame mit so viel Lebenserfahrung zu den Geschichten, die wir gerade hier in Deutschland erleben, zu sagen hat. So, hier haben wir die meiste Lebenserfahrung. Dann wollen wir Sie auch gleich mal richtig interviewen. Wie ist denn Ihr Vorname und Ihr Alter, bitte? Mein Vorname ist Erika und mein Alter ist 81 Jahre, also 1939 geboren, als der Krieg begann. Erika demonstriert hier auch mit auf dem Marktplatz vorm Rathaus. Wie kommt es dazu? Nun ist es ja nicht gerade typisch, dass Senioren aufmüpfig sind und sich, ja, Sie sind ja quasi die Entschuldigung der Regierung. Sie sollen ja eigentlich geschützt werden. Jetzt stehen Sie ja ohne Maske, riskieren sozusagen Ihr Leben. Wie kommen Sie in diese Position? Nein, also, ich riskiere überhaupt nicht mein Leben. Ich verfolge auf anderen Kanälen wie Telegram und so weiter, wie Fachleute sich äußern zu der Situation und bin dahinter gekommen, dass es nicht so ist, wie es erzählt wird und wie die Medien alle es uns berichten. Da gibt es also noch ganz andere Meinungen, fundierte Meinungen von Fachleuten. Und die Haben Sie da haben, einen Namen? ja, zum Beispiel dieser, ja, Namen sind immer mit 81 Jahren nicht so einfach. Herr Bakti. Herr Bakti natürlich. Bodo Schiffmann vermutlich. Ja, Kennen Schiffmann. Sie alles? Ja, Woher ja. kennen Sie diese Leute? Ja, Also weil ich mir gucken Sie das, haben Videos. Sie aus dem ZDF oder wo haben Sie das Nein, her? ich habe ein Smartphone, ich habe einen Laptop und da habe ich alle Informationen her. Sie benutzen also vermutlich Telegram. Ja. Ja. Ja, also Ja, daher habe ich meine Informationen, ja. sind Sie vermutlich ja auch schon für Ihre Aufmüpfigkeit bei Facebook gelöscht worden, Nein, oder? Facebook liebe ich nicht so. Das ist mir zu kompliziert und man will zu viel von mir und dann soll ich so viele Freunde haben, das belastet mich, kann ich nicht. Woher kommt Ihr kritischer Geist? Ja, mein kritischer Geist ist mir wohl ein bisschen angeboren. Ich hatte einen ganz tollen, intelligenten und kritischen Vater. Und bin so aufgewachsen. Aber er war nicht staatsfeindlich oder so in keiner Art und Weise. Er hat aber alles hinterfragt und in der Zeitung immer schön die Wirtschaftsseiten gelesen. Dann wusste er immer gut in der Politik Bescheid. Hat er Sie belehrt oder wie hat er Sie Nein, irgendwie nein, angelockt? nein, wenn so ein Vater so vorlebt, dann nimmt man das automatisch auf. Und dann so richtig begann mein Leben, als ich dann nicht mehr arbeiten durfte. Und zwar wurde ich wegen Krankheit aus dem Dienst gesetzt, weil ich dann zu lange krank geschrieben war und man hatte keine Hoffnung mehr, dass ich jemals wieder dienstfähig werde. Und das hat mich so umgeworfen wie sonst was. Ich habe meinen Beruf sehr geliebt und dann habe ich durch einen Zufall die Idee bekommen, die kam von außen auf mich zu, mich sozial für Menschen einzusetzen.
und habe dann mit meinem Mann und Freunden und Bekannten einen Verein gegründet, die erste Osnabrücker Nachbarschaft, CWV. Wer das hört, weiß, wer ich bin. Denn also schon immer für soziale Belange eingesetzt. 14 Jahre habe ich das gemacht mit meinem Mann. In allen Stadtteilen hatten wir Schwesternvereine, haben eine tolle Zusammenarbeit gehabt und haben viel bewegt. Und weil wir wohl auch recht gut aktiv waren, haben wir sogar den Bürgerpreis in Berlin bekommen und den Niedersachsenpreis. Also für den Verein viel Geld eingesammelt dadurch. Und ja. Und glauben Sie, dass unsere Führungselite Sie nochmal mit einem Preis beehren würde im Jahr 2020 dafür, dass Sie hier heute stehen? Nein, das erwarte ich nicht und das interessiert mich eigentlich auch nicht. Mich bewegt nur, ich möchte das jetzt hier voranbringen. Und ich möchte, dass sich die Situation ändert für uns alle. Wir haben hier jetzt bei der Osnabrücker Bürgerbewegung jede Menge Schuhe vor der Marienkirche stehen. Haben Sie auch Schuhe abgegeben? Aber natürlich und mein Mann auch. Und das ist eigentlich ein Kunstprojekt. Worum geht's? Ja, worum geht's? Es geht darum, dass wir Bürger, also es ist mal ja das Wichtigste zu sagen, erstmal der Bürger, wir alle haben Angst vor dem, was uns noch erwarten kann. Was denn? Was meinen Sie? Ja, wir haben ja jetzt die Situation, dass das Infektionsschutzgesetz maßgebend ist für uns und dass der Herr Spahn der oberste Chef von uns allen ist. Er kann entscheiden, er hat die Ermächtigung vom Bundestag, alles darf er entscheiden, was uns betrifft. Und wir haben eigentlich nichts mehr zu sagen, wir Bürger. Halten Sie das für demokratisch? Oder? Nein, überhaupt nicht. Und darum stehen wir ja auch hier. Weil wir es nicht mehr demokratisch halten und weil wir jetzt Angst haben, dass uns noch weitere Überraschungen wie Zwangsimpfung etc. Bevorstehen und wie wir uns davor schützen können, dass wir so überfallen werden und wir keine Rechte mehr haben nach dem Grundgesetz und so weiter. Und wir möchten, dass sich der Zustand sofort ändert. Was meinen Sie mit überfallen? Fühlen Sie sich nicht gut informiert von der Neuen Osnabrücker Zeitung zum Beispiel? Die informiert doch überhaupt nicht. Die sind doch alle gleichgeschaltet, die Medien. Da können Sie die Osnabrücker nehmen und da können Sie die ARD sehen und alles ist derselbe. Ja, schwierig tatsächlich. Herr Spahn geht ja davon aus, dass sich über die Hälfte der Deutschen freiwillig impfen lassen wird. Was halten Sie denn von der Prognose? Also ich bedauere die das möchten. Die wissen ja gar nicht, worauf der Impfstoff beruht. Er beruht ja darauf, dass er als Grundsubstanz Gene hat. Und diese Gene wandern dann bei der Impfung in unseren Körper und verändern unsere Gene. Das wissen die ja alles nicht. Ja, ich bin ja Laie, aber ich habe mich ja auch damit auseinandergesetzt. Früher wurden Impfstoffe ja in Hühnereiern herangezogen. Genau, scheint es aber noch zu geben so. Aber dieser neue Impfstoff ist äußerst gefährlich für uns und er verändert uns. Wenn unsere Gene verändert werden, verändern wir uns auch als Mensch. Und jetzt sind wir schon beim Thema Schuhe. Darum stehen nämlich unsere Schuhe jetzt hier. Unsere Schuhe sind stellvertretend für uns. Wir sind nicht, also es ist wir, so. Wir sind weg, wenn die Spritze kommt? Oder? Wenn die Spritze kommt, sind wir langsam weg. Dann gibt es uns nicht mehr. Dann gibt es nur so eine Art Zombies. Ihr habt schon gesehen, die Schuhe von den Grundrechten da hinten sind, die sind richtig ausgelatscht. Ja, das ist bewusst hingestellt worden natürlich. So. Also, was dann vom Menschen übrig bleibt, ist nur das, was ihm gehört hat. Der Mensch ist dann irgendwann nicht mehr da. Was steht auf Ihren Schuhen, wenn ich fragen darf? Auf meinem Schild? Ja, auf Ihrem Schild. Für Freiwilligkeit keine Zwangsimpfung. Oh, dann wird Herr Spahn Ihr Schuhwerk aber nicht bevorzugen, vermutlich. Naja, das ist eine Sache. Vielleicht überlebt er ja das Ganze. Dann wird vielleicht die Kaste der Regierenden überleben und das Volk ist bis auf die man noch gebraucht, hinweggerafft. Also das, so sieht die Zukunft langsam aus. Das ist ein schlechtes Schlusswort, aber ein Schlusswort. Ja, so ist es. So denke ich das.